in den Offroad-Parcours, natürlich mit einem. Ja. Ich bin raus. Daniel fährt mich jetzt gerade. Und jetzt sitze ich im Sportage. Eben saß ich noch im Sorento. Aber man lernt ja nicht aus hier bei Kia. Wagen testen dürfen. Jetzt hängt er gerade in der sogenannten Verschränkungsstrecke. Ein Reifen in der Luft stört ihn überhaupt nicht. Er bringt wirklich da die Flexibilität von einem Wagen kombiniert mit dem eines SUVs mit. Ja, und so ein Kraftpaket zum SUV, also ein Wagen, der durchaus geländewagenorientiert funktioniert, den stört das überhaupt nicht, wenn er mal einen Wagen.